Also ich mag tatsächlich die Form des Wagens. Also der Wagen, ein Golf, ja, ist was Cooles, hatte ich auch, gar keine Frage. Aber ein Jetta ist einfach was anderes. Also du sitzt dort, hast das gleiche Armaturenbrett, das ganz gleiche Lenkrad, aber der Blick in den Rückspiegel ist ein anderer. Und ja, gerade weil den alle so spießig fanden, finde ich den eigentlich ganz interessant. Wir hatten das immer als Familienwagen, habe früher schon immer gesagt, ich will so ein Ding haben und habe den dann halt auch jetzt bekommen. Aber unterm Strich, ich weiß es nicht. Ich denke mal, weil einfach alte Leute mit Hut so ein Ding gefahren haben. Mercedes C-Klasse hat ja den gleichen Ruf, ne? Opa-Auto, ich finde die Dinger auch mega geil. Es ist halt eine Limousine und ich mag Limousinen. Das ist immer so ein bisschen Understatement, außer man baut es halt um. Ja, also Tuning hat im Grunde mit meinem Vater angefangen. Der hat früher immer so ein 2 Jetta gehabt. Und als Kind habe ich mich immer für Autos interessiert. Hot Wheels waren meine Welt. Die ganzen Freunde im Kindergarten und so waren dann mit irgendwelchen Ritter, Burgen oder Piraten. Und ich war immer nur vom Hot Wheels Stand. Also jedes Auto, was da war, hat mich interessiert. Auch nichts abgespaced. Das musste schon irgendwie ganz normal sein. Und dann war ich natürlich immer so, alle möglichen Autos gekannt und habe mein Vater da was geändert, da, und das war schon cool. Dann durfte ich irgendwann mal die Blinker tauschen bei seinem Jetta. Es sind eine Schraube pro Blinker, ne? Also ist jetzt nicht der Rede wert, aber ich war stolz wie Wolle, ne? Was an Papas Auto geändert. Die zweite Edition der erfolgreichen Never Grow Up Kollektion ist ab sofort im Onlineshop verfügbar. Gönn dir ein oder mehrere der 8 Shirts mit automotiven Retro-Prints oder den Unisex-Hoodie mit zahlreichen verspielten Applikationen. Diese Kollektion ist wie sonst auch eine einmalige Auflage. Besuch uns doch auf www.sauerkrauts.de und sichere dir deine neuen Textilien. Also tatsächlich hatte ich vorher einen anderen. Ich habe vorher einen anderen Job gehabt, habe dann gesagt, nee, beruflich veränderst du dich, und habe dann nochmal studiert. Und wie es im Studium so ist, früher hatte ich einen Mercedes, der hat einfach zu viel geschluckt, war auch komplett lackiert, mit sowas fährst du nicht zur Uni. Habe dann also Kleinanzeigen durchgeguckt, Mobile durchgeguckt und habe einen Jetta für 400 Euro gefunden. Ne, das Ding war schon, es hat gelebt. Aber es war cool. So haben wir das Ding gekauft. Mein Vater war total begeistert. Alter, der kauft sich so ein Ding, gleich mitgefahren, gleich Probe gefahren. Ne? 1,6er Automatik, das ist eine Welt für sich. Wie gesagt, jede Autobahnauffahrt ist wirklich beten angesagt. Und ich habe das Ding geil gefunden. Dann hat das Ding kein Schiebedach, bin mit im Sommer gefahren, habe gesagt, oh, du haust jetzt so ein Twingo-Dach damit rein. Es war einfach ein geiles Auto. Aber der Rost war in dem Ding halt schon so weit, dass ich die Wahl hatte zwischen, baust du den Wagen auf, der jetzt nicht so das ist, was du willst, oder baust du dir halt einen auf, der von der Substanz so ist, wie du ihn haben willst. Hab dann lang gesucht, weil ich wollte eine 1,8er Automatik haben, mit Schiebedach. Und am Ende bin ich dann extra nach Stuttgart gefahren, um mir den zu holen, wie er da ist. War auch wirklich günstig, wenn man sich das heute mal so anguckt. Schön von einem Fiat-Händler mit Hebebühne. Man konnte komplett das ganze Auto durchfilzen. Und bin ich halt aus Stuttgart mit dem wieder zurückgekommen. Also tatsächlich, ich habe den eine ganze Zeit lang als Daily gefahren. Da habe ich ihn sozusagen auf mich angepasst. Damals waren noch Lensos drauf, Gewindefahrwerk. Aber sonst vieles schon dabei. Böser Blick, vorne die Karmai-Lippe. Eine Katzentreppe war damals dran, all sowas. Ja, und dann irgendwann war halt der Gedanke, ja, von Weitem sieht der Wagen schön aus, hat aber doch ganz schön gelebt. Einmal komplett lackieren lassen. Und dann hatte ich aber immer mal mit dem VR6
geliebäugelt, ich mag den Motor, ich mag den Sound. Jetzt nicht unbedingt zum Rumballern oder so, einfach nur so, ne, man hat Leistung, braucht sie aber nicht. Und dann habe ich halt einfach gesagt, gut, machst du irgendwann mal. Und Patrick sagte dann zu mir, ey komm, was ist denn das für ein Quatsch, ne, wenn du ihn schon lackieren lässt, lass doch gleich Motorraum alles vernünftig mit auslackieren, setzt einen schönen sauberen Motor ein und bist zufrieden. Und so entwickelt sich dann dieser ganze Umbau. Also es kam immer was Neues drauf, immer eine neue Idee und mit der Zeit kommen auch irgendwie dumme Ideen und dann verwirft man die wieder, baut anders zusammen. Und das Resultat steht hinter mir. Ich bin echt zufrieden, wie der jetzt am Ende geworden ist, was daraus geworden ist. Und unterm Strich, ja, ich bin mit den Änderungen zufrieden und die alle aufzuzählen, das wäre viel zu viel. Ja, verbaut ist ein Luftfahrwerk von TH Technics. Das ist halt das Einfachste einzutragen, weil mein Ziel war auch, den Wagen so legal zu fahren, weil ich Treffen und so gerne auf Achse fahre. Ich baue das Auto, um damit Spaß zu haben, damit zu fahren und halt nicht, um es halt einfach nur stehen zu haben. Steuerung ist ein Airlift verbaut, ist einfach sehr einfach zu verbauen und auch schön, stimmig, integrierbar. Felgen sind OZ Futura, vorne 9x17, hinten 9,5x17. Durch die Verbreiterung wurde es dann alles ein bisschen breiter als ursprünglich geplant. Aber ich mag dieses 5-Stern-Design. Es ist auch wesentlich einfacher zu putzen. Von daher, ich bin da sehr mit zufrieden. Ich bin immer ein Fan davon, ein stimmiges Auto zu haben. Bei dem Wagen war sozusagen, es soll irgendwie retro aussehen, man soll so wenig Veränderungen sehen wie möglich. Trotzdem hat er so klassische Sachen bekommen wie einen schwarzen Himmel, US-Lenkrad auf Holz, Airlift-Steuerung dezent verbaut, nicht irgendwie wie so ein Telefonhalter oder ähnliches. Vollleder-Recaros hat er jetzt zuletzt bekommen mit Netzkopfstützen. An sich einfach, dass er wie aus der damaligen Zeit aussieht, aber mit moderner Technik. Alles, was neuer ist, wurde halt unsichtbar verbaut. Das Radio ist Retro-Optik, die Lautsprecher sind hinter originalen alten Blaupunktgittern, sodass es einfach ein für mich stimmiges Gesamtbild erzeugt. Also der Wagen hat halt viele dezente Veränderungen bekommen, wovon dann die Masse für mich das Ergebnis ausmacht. Vielen fällt es nicht auf, aber zum Beispiel die Stoßstange vorne wurde die Kennzeichenmulde rausgecleant. Bei breiten Stoßstangen ist das eine sehr dezente Änderung. Unten die Lippe ist von Carmai, die wurde damals beim Dynamite Golf verbaut, also relativ selten zu finden. Rallye-Front mochte ich früher nie tatsächlich, aber beim Jetta finde ich es einfach, dadurch, dass so eine geringe Änderung ist, so oft wird mir auch gefragt, oh, Jetta-Front beim Golf und beim Jetta dann so, irgendwas sieht da anders aus. Es ist halt einfach, ja, stimmig. Ne? Und hinten zum Beispiel hat der Wagen eine Heckblende dran, mittlerweile für einen Jetta doch relativ schwer zu bekommen. Habe ich mir aus Italien importiert und ja, generell sind an dem Auto viele Sachen aus dem Ausland auch verbaut, die man hier in Deutschland doch relativ schwer bekommt. Ja, also Motor ist ein normaler VR6, 2,8 Liter, komplett original, nur einmal komplett überholt eben. Weil ich einfach gesagt habe, mit dem Auto ballerst du eh nicht über die Straße, da ist dir dein Lack viel zu schade für, sondern einfach so zum Mitschwimmen und dann doch vielleicht doch mal ein bisschen drauf treten. Aber ich wollte wirklich, dass der Motorraum so original aussieht wie möglich. Habe lange gesucht und dann doch bei einem Bekannten gefunden, originalen Corrado Luftfilterkasten, weil ich einfach nicht mit Adaptern und RP Luftfilterkasten arbeiten wollte, sondern einfach, man guckt in den Motorraum und denkt, ja, das gehört so. Dadurch, dass ich den Motor aus dem Spenderfahrzeug hatte, was auch schon ein Umbau war, wurde dort ganz viel mit der Elektrik rumgefuscht. Der Kabelbaum sah wirklich nicht schön aus. Und dann haben wir den Wagen soweit fertig gehabt. Er lief aber nicht.
Und dann hat mir aber mein Kumpel John dabei geholfen, die Elektrik so weit zum Laufen zu kriegen, dass der Wagen ganz vernünftig läuft, über OBD auslesbar ist. Also der hat da wirklich sehr tolle Arbeit geleistet, für mich auch sehr dankbar bin. Ja, also mit der Zeit habe ich dann auch von verschiedensten Autos Teile gesammelt. Das Schiebedach kommt aus einem Scirocco, Tempomat aus einem Passat. Der hat sogar eine Blinkautomatik aus einem Phaeton. Also man sammelt halt mit der Zeit, das ist halt das Schöne an dem VAG-Baukasten, es passt sehr viel perfekt zusammen. Und das Internet ist voll mit Anleitungen. Der eine hat die Idee gehabt, ist umgesetzt, der nächste die Idee. Das ist ja auch das, was ich in der Tuner-Gemeinschaft so geil finde. Man teilt sein Wissen und das finde ich schon echt stark. Das Auto ist halt ziemlich leicht. Dafür, dass es ja normalerweise nur 90 PS hatte, sind dann natürlich die 174 Serien PS eine gute Steigerung. In Kombination mit dem Luftfahrwerk hatte ich erst Befürchtungen, wird das schwammig, fährt sich das komisch. Aber tatsächlich bin ich mit dem Setup so total zufrieden. Je nach Luftdruck fährt er sich sehr straff. Also mein AP-Fahrwerk vorher als Gewinde war ungefähr gleichwertig. Und es ist halt wirklich schön, diesen Motor einfach hochdrehen zu hören, mal auch bis zum Begrenzer zu gehen, sich zu denken, so ja, das ist geil. Ja, so natürlich ist der 2er Jetta so mein Ding halt. Aber ich habe in der Zeit auch andere Autos gehabt, wurde dann irgendwann ein bisschen viel, sodass ich den Fokus jetzt auf den Jetta und ein 1er Cabrio gelegt habe. Das eine ist eher was für Treffen, das andere eher was für schöne Ausfahrten. Meine Frau findet das Ding auch super und ja, es ist einfach was anderes, aber es ist schon echt was Feines. Also bedanken will ich mich auf jeden Fall bei Patrick, weil ohne ihn hätte dieses Projekt nie so stattgefunden, wie es stattgefunden hat. Seine Hilfe, seine Ideen, das war wirklich für mich ein Riesenantrieb. Auch bei John, ne, für die Elektrik, wovon ich sprach, vielen, vielen Dank. Das hat mich in dem ganzen Projekt total weitergebracht. Meine Frau, die natürlich immer mir die Zeit gegeben hat und den Freiraum, das Auto fertig zu bekommen, auch vor der Hochzeit, dass das Ding das Hochzeitsfahrzeug wird, mit mir gefiebert, mir die Möglichkeiten gegeben und es hat ja geklappt, es wurde unser Hochzeitsauto. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo für Sauerkraut da und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Baut euer Auto, wie ihr es wollt. Ich hoffe, ich habe euch alle ein bisschen inspirieren können. Lensos, Futuras, völlig egal. Es muss euch gefallen, es ist euer Auto und von keinem anderen.